I'm only using what the gods gave me. Leute, ich war früher voll der Verkleidungsfan und an Fasching habe ich immer richtig groß aufgefahren, ja, mit so Kontaktlinsen und irgendwie so Latex im Gesicht und Blut und so. Außerhalb von Fasching habe ich mich das nie getraut. Warum auch immer. Meine heutigen Gästinnen aber zum Glück schon, das sind nämlich CosplayerInnen und die reagieren heute auf virale TikTok-Videos. Und ich bin mega gespannt, was sie darüber sagen würden, wann fängt Cosplay genau an, wann hört es auf. Let's go. Alles klar, na dann, auf geht's! So it turns out that Ken cheated on me with a Bratz doll. Let's see what he's up to. Hi Ken, it's me, Barbie. I just wanted to let you know that I'm about to fuck shit up. Alles klar. Cool, finde ich cool, die Transformation dazu. Jetzt ist die Frage, ist das Cosplay? Red Queen auf jeden Fall. Also das passt absolut. Also Cosplay wäre es für mich schon, weil er sich super geschminkt hat, er hat sich super umgewandelt. Also für mich ist Cosplay nicht spezifisch, dass ich sage, ich cosplay oder stelle halt einen Charakter aus irgendwas da. Für mich ist auch Cosplay, wenn man sich komplett umwandelt, wenn man sich halt komplett verändern kann. Allgemein muss man dazu ja auch sagen, dass die Cosplay-Szene sehr eng mit der LGBTQ-Szene verbunden ist und die auch unheimlich toleriert wird. Wenn man halt eben als Mann sich als Frau auch darstellen will, ich bin ja da keine Ausnahme, dann macht man das halt, wenn man darauf Lust hat. Und Drag kommt da durchaus auch drin vor. Es gibt halt eben da auch gerade in der Cosplay-Szene auch sehr viele Accessoires, die man halt eben dann dazu auch benutzen kann. Falsche Brüste und viele, die halt eben auch Frauen darstellen wollen als Mann. Die bedienen sich halt eben auch in Drag-Shops. Die entscheidenden Unterschiede würde ich an der Stelle sagen, dass man im Cosplay, cosplayt man einen Charakter, während man als Drag-Queen einen, natürlich auch einen Charakter hat, aber dieser Charakter ist nicht gespielt, sondern er ist halt wirklich da. Drag-Queen-Make-up ist sehr übertrieben. Ich finde die Umsetzung, die Umwandlung total klasse. Es ist aber halt das Extreme und von daher ist da vielleicht ein bisschen die Differenzierung zwischen Cosplay und Drag. Und halt eben dann, wie sich das Ganze dann verbindet mit dem Crossplay. Wenn ein Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann, dann Crossplay. So ein Perückennetz, ja, habe ich auch auf. Wie klebt sich die Augenbrauen ab? Ein Menschen-Cosplay, David Bowie. Und das erkennt man. Starkes Make-up, kann man nicht anders sagen. Obwohl ich meine Perücke nicht auf meinem Kopf stylen würde. Manchmal ist es bei einigen Cosplayern so extrem, diese Veränderungen, dass man auf den ersten Blick nicht sagen kann, welches Geschlecht das denn jetzt ist. Gerade in der Cosplay-Szene, sie besteht halt zu größtenteils 80% aus Frauen. Zumindest hier in Deutschland. Und sehr viele Frauen cosplayen halt eben auch sehr gerne männliche Charaktere. Also ich bin schon sehr oft in andersgeschlechtliche Rollen geschlüpft. Ich habe sehr oft männliche Charaktere dargestellt. Einfach weil es auch natürlich für mich im Bereich Cosplay keine Grenzen gibt. Ich möchte gerne männliche und weibliche Charaktere darstellen können. Da sind halt eben zum Beispiel Männer, die sind verkleidet als Sailor Moon in Rock mit den Strümpfen und haben dabei noch einen Vollbart. Da nimmt sich halt keiner so sehr so ernst. Das macht auch den Reiz aus. Einmal sehr markante Gesichtszüge. How is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. Wahnsinn. Oh ja, sehr starkes Video. Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Auch hier weiß ich nicht, ob das ein echter Charakter ist oder halt einfach bloß eine eigene Gothic Transformation. Gut, Engel und Teufel, das ist einfach zu allgemein.
um es als Cosplay zu bezeichnen. Weil er hat ja halt kein komplettes Kostüm angelegt, er hat sich ja nur vom Oberkörper her geschminkt und transformiert, würde ich mal behaupten. Ein Cosplay geht von Kopf bis Fuß. Also einmal komplett von oben bis unten. Also wenn, dann Make-up-Artist. Auf jeden Fall, da auch cool gemacht, auch mit den Effekten gut gemacht. Mit Make-up hat man halt die Möglichkeit, Schattierungen im Gesicht zu setzen, so zu setzen, dass sie halt nicht direkt auffallen. Also man sieht's, ich bin auch geschminkt, weil es gehört halt einfach dazu. Bei mir ja nicht anders. Ich habe ja den Hautton gemacht, die Augen in die Form gebracht mit Eyeliner. Dann halt eben plastisches kommt ja halt eben auch noch hinzu, wie zum Beispiel meine Narbe. This is me, taking off a look that took 3 hours. I've only had it on for 5 minutes. But I'm really not looking to break out. Ja, 3 Stunden, genauso sieht's auch aus. Genauso sieht das aus, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Da hat eine junge Frau einen Charakter aus dem Film Caroline dargestellt. Das sind Videos für TikToks, heißt, es sind keine Cosplays, die man so auch auf einer Con tragen würde. Ja, das ist TikTok, das stimmt. Man legt ein Make-up an, man braucht Stunden dafür, um sich vorzubereiten. Und dann am Ende reißt du nur noch alles von dir runter. Ich hatte halt auch mal ein Bodypaint-Outfit und weiß daher, wie unerträglich anstrengend das ist, das wieder abzukriegen. Also, macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man es auch im Ohr hat und alles. Den Look, der jetzt im Video gezeigt wurde, würde ich auch mal ausprobieren wollen. Ja, ich habe es mich allerdings bisher noch nicht getraut oder auch noch nicht die Zeit gefunden. Es braucht natürlich auch eine gewisse Motivation, um sich an solch einem Make-up zu setzen. Na dann, letztes Video. Ja, nein. Nee, kein Cosplay. Es war lustig anzusehen und er hat auch viel schon in der Richtung gemacht, aber ist für mich kein Cosplay. Aber nette Kostüme hat der Mann. Schicke Sammlung. Fasching ist für mich, ich sag mal, die günstigere Variante. Also es gibt Faschingsperücken, es gibt Faschingskostüme und die sind für mich von der Verarbeitung her nicht qualitativ hochwertig, wie es beim Cosplay der Fall ist. Wenn man halt eben dann einfach bloß etwas darstellt, wie zum Beispiel einen Piloten, einen Hawaiianer, so wie der gute Herr das da gerade gezeigt hat, dann ist es halt eben doch mehr ein Kostüm. Wo sich allerdings beides halt eben gemeinsam trifft, ist halt eben jemand anders sein. Es gibt auch Cosplayer, die gehen natürlich mit ihren Cosplays zum Fasching. Aber dann ist halt die Differenzierung, also es ist halt ein fließender Übergang. Viele Leute, die ich auf der Straße begegne, die mich dann im Cosplay sehen, die sagen, na, schon wieder Karneval? Jedes Mal. Weil gerade halt eben Conventions, die finden groß immer in öffentlichen Räumen statt. Halt eben auf Plätzen und um die Messehallen herum, wenn da halt eben dann da Laufpublikum ist, dann kommen halt eben schon sehr viele und fragen so, oh, was macht ihr denn hier? Das sieht ja alles so toll und bunt und wunderbar aus. Wenn es Leuten hilft, dadurch zu verstehen, was es damit zu tun hat oder beziehungsweise warum man sich verkleidet, okay. Aber meiner Meinung nach ist jeder willkommen, jeder darf cosplayen, jeder kann cosplayen, egal welches Alter, welche Größe, welches Geschlecht, jeder wie er sich sieht, ob männlich, weiblich, non-binary, das ist komplett egal. Also von daher ist es alles komplett offen. Schreibt uns sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Cosplay gemacht habt oder als welcher Charakter ihr euch dann gerne verkleiden würdet. Also in der Auf-Klo-Redaktion wird sich ja noch ein bisschen gestritten, ob Hermione oder Katniss Everdeen die coolste Person ist. Klickt sehr gerne auch mal auf dieses Video hier drauf. Denn das Thema Cosplay, darum ging es auch bei Worldwide Wohnzimmer. Super spannend. Abonniert sehr gerne auch noch unseren Kanal. Das wäre richtig toll. Tschüss.